Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Teflon Domed Box von Juri. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Teflon Don von Juri. Es ist eine schwarze Box und wir lesen hier oben Erdo präsentiert. Dann haben wir hier diese Grafik, also diese M's oder diese Balken, die sich hier überlagern. Und dann lesen wir hier Teflon Don und darüber in kyrillischer Schrift Juri. Das Einzige, was mich jetzt nur etwas verwundert, ist die Schreibweise. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin muttersprachlich Deutsch, also ich habe jetzt nicht das extreme Wissen, was jetzt kyrillisch oder die Sprache generell betrifft und die Schreibweise. Aber meines Wissens ist dieses Zeichen hier, ist doch U, also J und U zusammen. Das hier ist das R, ist klar. Aber das hier ist für mich das I, Juri. Und deswegen bin ich nur verwirrt, warum hier dann nochmal dieser Buchstabe zu lesen ist, weil der ist, soweit ich weiß, ein J. Also Juri schreibt man ja ohne J am Ende. An alle, die irgendwie mit Kyrillisch richtig Erfahrung haben oder das Ganze erklären können, bitte eventuell einen Kommentar da lassen, was der vierte Buchstabe da zu suchen hat. Da werde ich nicht ganz schlau draus. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich weiter mit der Box und das wird sich sicher noch klären. Teflon Don lesen wir hier. Teflon Don wohl in Anspielung auf John Gotti, der ja bei der Cosa Nostra einer der mächtigsten Männer war und der so oft angeklagt wurde, jedoch konnte ihm nie wirklich was nachgewiesen werden oder wurde nie verknackt. Deswegen nannte man ihn dann vom Spitznamen her Teflon Don, einfach weil man ihm nichts anhaben konnte. Und hier unten haben wir noch einen Verbraucherhinweis. Also rein vom Namen und von der Aufmachung des Ganzen deutet das Ganze sehr stark so an Mafia hin, Teflon Don. Hier lesen wir wieder Juri Teflon Don. Und auf der Rückseite haben wir den Inhalt aufgelistet. Standard-CD, Instrumental-CD, Poster in A3, Autogrammkarte und T-Shirt in Größe L. Hier noch die Credits und ein Barcode. Ja, Teflon Don, der Name ist Programm, denn thematisch geht es auf dem Album auch sehr stark um diese Themen Mafia und Kriminalität und ja, Nachtleben, nächtliche Aktivitäten. So, also wir haben ein Poster, das Album, eine Autogrammkarte und ein T-Shirt. Box, habt ihr gesehen, von innen weiß. Packen wir mal wieder weg. Eine reguläre Klappbox. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. 1:1 wie auch schon auf dem Boxcover. Teflon Don, Juri lesen wir hier, inklusive des Verbraucherhinweises. Die CD nicht eingeschweißt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man das jetzt so wirklich im Video sehen kann, aber sie sieht etwas schmutzig aus. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die CD so drinnen liegt und nicht eingeschweißt ist. Also ich bin der Letzte, gerade jetzt auch bezüglich der Umwelt, der verlangt, dass jede CD immer komplett eingeschweißt werden sollte. Aber ja, es sollte zumindest das Cover dann oder das Jewel Case halbwegs sauber oder neuwertig aussehen. Kleine Anmerkung am Rande. Okay, 14 Tracks an der Zahl haben wir hier aufgelistet. Und wir haben, können jetzt hier kein Feature erkennen. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, es ist schon ein bisschen her, dass ich das Album durchgehört habe. Der Track, der mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist, der mir am besten gefallen hat, war Track Nummer 8. Gotham. Also, der ist für mich einfach der am ersten im Ohr hängen geblieben ist, der stärkste für mich. Oben lesen wir wieder Juri, Teflon Don und hier wieder Credits und Barcode. Also 14 Tracks an der Zahl und hier auch gleich die Info darüber, wer den Beat produziert hat. Dann schauen wir mal hinein. Da haben wir einmal das Booklet. Dieses wirkt sehr dünn. Ja, es ist auch sehr dünn. Wir haben hier Juri mit Sonnenbrille und Schutzweste. Dann hier die Credits zum Album und hier wieder diese Balken, diese
Nur umgekehrt. Ja, sehr minimalistisches Booklet. Schade. Die CD in Rot gehalten. So sieht das aus. CD klassisch gehalten und dann haben wir natürlich auf der Rückseite noch CD2 in Schwarz und diese beinhaltet die Instrumentals. Auch hier wieder das Logo. Dann haben wir eine Autogrammkarte, diese in Schwarz und Rot gehalten. Teflon Don lesen wir hier wieder. Juri mit silbernem Schrift, Schrift, mit silbernem Stift natürlich, nicht Schrift, mit silberner Schrift, mit silbernem Stift unterschrieben. Rückseite blank weiß, sehr schön. Einziger Kritikpunkt ist, dass hier an der Ecke ein bisschen zu Schaden gekommen ist, das Ganze, aber da wird er nichts dafür können, das war wahrscheinlich beim Versand dann. Dann haben wir ein Poster, einseitig bedruckt, im Hochformat, ebenfalls wie auch schon die Autogrammkarte hier in dieser Schwarz-Rot-Optik. Und auch hier lesen wir wieder Juri Teflon Don. Juri hier auf einer, ja, Treppe. Sieht aus wie ein altes Fabriksgelände. Stillgelegte Fabrik mit Sonnenbrille. Rückseite blank, also wie gesagt, einseitig bedruckt im Hochformat. Und dann haben wir auch noch ein T-Shirt. Dieses in Schwarz und Grau gehalten und auch hier sehen wir dasselbe wie auch schon auf dem Cover. Also wieder diese Balken, Teflon Don lesen wir hier. Backprint haben wir keinen und das Ganze ist ein Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle, made in Honduras. Okay, schauen wir uns noch kurz im Detail an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier diese Balken, dieses Logo in Grau auf schwarzem T-Shirt. Und hier lesen wir dann eben Juri in kyrillischen Schriftzeichen und darunter Teflon Don. Ansonsten das T-Shirt komplett in Schwarz gehalten. Ja, sehr schlicht, schwarz und grau diese Kombination. Aber rein vom Design her finde ich es gar nicht schlecht und kann man auf jeden Fall anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, das Poster im Hochformat im Format A3, die unterschriebene Autogrammkarte und das Album an sich inklusive Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box, Teflon Don von Juri. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Juri unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.